So sieht das aus hier. In der Musikhochschule. Mit dem rosa Teppich. Legendär. Ja, und hier ist mein Raum. Das ist sensationell. Z27. In diesem Raum habe ich selber geübt, als ich klein war. Als ich Student war, habe ich hier, meine Paul Desmond-Transkriptionen erstellt und ja, auch meinen Unterricht gehabt. Der ist auch schon so ein Schwerpunkt, ja? Okay. Weißt du, je klarer wir sind mit unseren Phrasen, desto genauer ist das Statement. Und desto, je absichtlicher und genauer das Statement ist, desto glaubwürdiger und griffiger ist es für den Zuhörer. Mhm. Der Miles Davis hat mal gesagt, sure, we care about our phrases, it's the only thing we got. Weißt du, natürlich kümmern wir uns um unsere Phrase, das Einzige, was wir haben. Aus. Ich bin wieder in Hannover. Zum ersten Mal habe ich überhaupt mal wieder die Stadt verlassen. Seit 3 Monaten oder was? Es gibt aber noch andere gute Neuigkeiten. Und zwar werden wir, also meine Frau und ich, jetzt noch einmal live spielen. Und zwar in Birdland. Der Jazzclub Birdland hat ja einen Livestream. Vielleicht habt ihr es schon gesehen. Jeden Mittwoch um 20.30 Uhr streamen die. Und ich habe beschlossen mit meiner Frau Anja Moore, der Pianistin, eine Band dafür ins Leben zu rufen, die wahrscheinlich auch das eine oder andere Mal nochmal spielen wird. Da gibt es auch noch andere Dinge im Gespräch, aber die sind noch nicht spruchreif. Da melde ich mich noch. Und wir werden dann vor allem Eigenkompositionen spielen, also wahrscheinlich ausschließlich, und zwar welche von mir und welche von ihr, halbe halbe. Deswegen die Hagersner Moor Band. Das wird ziemlich cool. Am 24. Juni, da kann man sich jetzt schon drauf freuen. Na und jetzt am Freitag ist ja nicht nur eine virtuelle Jam-Session wieder rausgekommen, sondern das nächste Stück von Pure Desmond ist am Donnerstag erschienen, und zwar Tomorrow Never Dies. Wer es noch nicht gesehen hat, mein Favorite, ehrlich gesagt. Das war der allererste Take, den wir überhaupt gespielt haben. Ne? Und der allererste Take war es gleich, weil da ist einfach, wie so oft, ein Schuss, ein Treffer. Und dann gab es noch folgende nette Gegebenheit. Hat eine Schülerin, die Katharina, wieder mal Klavier üben wollen.
und hat in unserer WhatsApp-Gruppe, in meiner Schüler-WhatsApp-Gruppe, die ich mit meinen Schülern habe, vorgeschlagen, man möge doch was dazu spielen. Da haben wir gleich eine Über-Challenge draus gemacht, eine Recording-Challenge, und jeder hat was dazu aufgenommen. War echt sehr schön, was alle da so beigetragen haben. Und ich fand auch sehr schön, wie die Katharina das gespielt hat am Klavier. Und ich bin jetzt müde. Das ist nämlich immer ein sehr langer Tag da. Und ich muss auch sagen, dass ich jetzt eine Pause brauche von diesen Videos. Ich werde wahrscheinlich jetzt eine Woche ein anderes Videoprojekt machen, ein privates. Und das heißt, mein nächster Vlog, der Vlog Nummer 10, wird ein bisschen später erst erscheinen. 12 Tagen oder so, 14 vielleicht. Und dann werde ich eine Pause machen. Also dann wird es erstmal mit den Vlogs in der Form nicht weitergehen. Dann ist auch hier in Hamburg sind da Schulferien. Und dann kümmere ich mich mal wieder um mein Dachbodenzimmer und meine ganzen anderen Ziele, die ich noch habe. Weil ich das gerade sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und ich jetzt mich mehr wieder auf andere Sachen konzentrieren will. Ich denke aber, die werden wiederkommen und vielleicht auch in englischer Form, das weiß ich noch nicht genau. Auf jeden Fall werde ich meine virtuelle Jam-Session auch ein bisschen weitermachen. Vielleicht werde ich da nicht mehr den gleichen Rhythmus beibehalten. Wer es gesehen hat, es ist ja als jeden Freitag ist eigentlich immer ein Stück rausgekommen. Ich weiß noch nicht, ob ich das jetzt weiter einhalten kann, weil ich will mal keinen Stress machen. Das soll ja Spaß machen. Und ja, das wollte ich eigentlich nur noch sagen. Also, einen Vlog gibt's noch. Bis dahin, wir sehen uns.